Moin moin und herzlich willkommen zu meinem Lesemonat Juni 2021, der von der Menge her ganz gut ausgefallen ist. Ich habe 5 Bücher gelesen und ein weiteres Buch begonnen, aber von der Qualität her hat es jetzt so ein bisschen gehakelt. Ich habe in den letzten Monaten kaum Flops gehabt und viele Highlights und viele tolle Bücher entdeckt. Und in diesem Monat hatte ich jetzt tatsächlich 2 Flops dabei. Und die anderen waren aber okay. Und ein Buch, was ich richtig toll fand. Also es war sehr gemischt, aber diesmal so im Vergleich zu den anderen Lesemonaten hatte ich tatsächlich auch mal so ein bisschen Enttäuschung dabei. Also seid gespannt. Ich fange jetzt mit dem ersten Buch an, was ich schon mehrere Monate mit mir herumschleppe, möchte ich schon fast sagen. Ich habe es euch auch immer wieder in meinen letzten Lesemonaten gezeigt, dass ich es immer noch lese. Und zwar ist das der zweite Band der Rabenringen-Trilogie von Siri Pettersen, Fäulnis. Und der erste Band, Odins Kind, hatte mir wirklich sehr gut gefallen. High Fantasy, die mit nordischen Mythen versetzt wurde, so ein bisschen an Game of Thrones und Wikinger erinnert, aber dennoch viel Eigenes hat und mir wirklich sehr gut gefallen hat. Im ersten Band geht es darum, dass wir auf Hirka treffen. Hirka ist im Imsland aufgewachsen und im Imsland haben alle Imlinge Schwänze und sie haben eine Gabe. Und Hirka hat beides nicht. Der Schwanz ist ihr angeblich bei einem Unfall, bei einem Angriff von Wölfen abhanden gekommen und die Gabe, die kann sie einfach nicht ausüben, ihre Magie. Und das kommt ihr jetzt, ihr wird ihr jetzt zum Verhängnis, denn mit 15 Jahren soll man halt ein besonderes Ritual da durchführen. Das gehört einfach dazu, um in die Gesellschaft eingeführt zu werden, um den Schutz des Sehers zu bekommen und auch so ein bisschen beurteilt zu werden, wie die Gabe ausgeprägt ist. Aber wenn sie jetzt gar nicht die Gabe hat, dann muss sie doch ein bisschen um sich fürchten, denn sie erfährt, dass sie ein Odinskind ist, ein Mensch. Und Menschen werden da nicht gern gesehen, beziehungsweise sind eigentlich Sagen- und Mythengestalten aus der Vergangenheit, aus der Sagenwelt, die einfach gefürchtet und nicht gern gesehen werden. Ja, und hier geht es eben mit Hirka weiter und der zweite Band war für mich ein bisschen zäh. Ich bin ein bisschen schwer reingekommen und fand auch das Setting hier nicht so gut. Also es hat einen Settingwechsel gegeben. Näher kann ich da nicht drauf eingehen, ohne zu spoilern, aber der hat mir einfach nicht so gut gefallen. Mir hat außerdem auch Hirkas Humor hier ein bisschen gefehlt. Also im ersten Band fand ich Hirka einfach als Protagonistin total stark und gleichzeitig sehr nahbar, weil sie eben auch sehr viele Probleme hatte und man einfach auch ihre Gefühle sehr, sehr gut mitbekommen hat. Hier habe ich irgendwie so eine gewisse Distanz aufgebaut zu ihr und bin nicht so richtig an sie herangekommen und irgendwie hat mir das, was mir an ihr so gefallen hat, irgendwie ein bisschen gefehlt hier. Ja, und was ich ganz, ganz kritisch gesehen habe und mich echt genervt hat, muss ich jetzt ein bisschen kryptisch aussprechen. Und zwar gibt es eine Figur im ersten Band, die immer wieder so angerissen wird, erwähnt wird und auf die treffen wir hier endlich, auf die trifft Hirka hier endlich. Und anstatt, dass die mal miteinander reden und dass sie diese Figur ausfragt, habe ich das Gefühl, die sind zwar jetzt irgendwie zusammen in ihren Abenteuer verbunden, aber laufen so nebeneinander her und es wird nie so richtig eine Beziehung aufgebaut, ob sie nun schlecht oder gut ist. Also irgendwie hat mir da total die Kommunikation gefehlt. Also ich an ihrer Stelle hätte da versucht auszufragen und einfach Fragen gestellt und das ist mir hier total zu kurz gekommen und damit ist diese Figur auch nicht besonders gut beleuchtet worden, obwohl die so wichtig ist für diese gesamte Welt und deswegen, ja, das fand ich ein bisschen schade.
Aber ich muss dann wieder sagen, als ich dann wieder ein bisschen regelmäßiger in diesem Buch gelesen habe, weil ich habe es oft immer als Zweitbuch gelesen, also immer sehr unregelmäßig zur Hand genommen und hier mal wieder gelesen, da mal wieder ge gelesen. Und das kann natürlich auch dieses Zähe ein bisschen gefördert haben. Dann, als ich wieder regelmäßiger gelesen habe, fand ich mehr und mehr wieder in die Geschichte hinein und das Finale fand ich wieder echt toll. Und das fand ich wieder mitreißend und spannend und episch. Und es hat mir so viel Lust auf den dritten Band gemacht. Da werden wir wiederum einen Settingwechsel haben. Und auf dieses Setting bzw. auf diesen Handlungsort freue ich mich. Und ich glaube, dass das dann wieder besser funktioniert. Ja, aber ich freue mich auf jeden Fall, den dritten Band bald zu lesen und somit dann auch diese Trilogie zu beenden. Und fand das Buch jetzt auch insgesamt nicht schlecht. Aber es ist irgendwie so ein typischer zweiter Band und es hatte bei mir, glaube ich, hauptsächlich etwas mit, ja, mit dem Handlungsort zu tun und dass ich nicht mehr so an unsere Protagonistin so rangekommen bin. Das fand ich halt eben auch sehr schade. Das nächste Buch habe ich in einer Leserunde gelesen, zusammen mit der lieben Steffi vom Buchschnack, mit der lieben Kali von Kalis Books und mit einer lieben Zuschauerin, der Uli. Und ja, das ist ein Buch, das mir die liebe Kali ausgesucht hat. Von meinem Stapel ungelesener Bücher hat sie ja vier Bücher rausgepickt für den Juni und ich durfte mir davon denn zwei aussuchen, welche ich denn im Juni lesen will. Und ganz schnell stand das Bildnis des Dorian Gray fest und Kali hatte sich dann auch gleich damit in diese Gruppe eingeschleust, beziehungsweise ich habe sie gefragt, ob sie auch mitlesen wollen würde, weil es eh schon feststand, dass wir dieses Buch in einer Leserunde lesen wollen. Ja, und das hat sehr gut gepasst, dass wir es denn im Juni gemacht haben. Und es ist ein sehr, sehr schmales Büchlein, hat noch nicht mal 300 Seiten, ja, 280 Seiten und ein paar zerquetschte. Und ist eben ein Klassiker, den ich schon längere Zeit lesen wollte. Das ist eben auch ein Buch, was schon am längsten hier ungelesen bei mir rumliegt. Und deswegen war es mir auch wirklich ein Bedürfnis, endlich dazu zu greifen. Ich finde die Idee, die hinter diesem Klassiker steckt, einfach richtig, richtig toll. Also die Geschichte dahinter kennt man schon so ein bisschen. Ich habe dazu auch schon eine Verfilmung gesehen und fand die auch schon richtig schön düster. Und da habe ich mich eben auch besonders drauf gefreut. Es geht um Dorian Gray und Dorian Gray ist ein sehr, sehr schöner Mann. Er ist noch sehr, sehr jung, als wir ihn treffen. Ich glaube so um die 17, 18. Und er lässt sich malen von einem Künstler, der ihn sehr begehrt und der ihn ja wie so eine Muse bezeichnet. Und dieser Künstler hat aber auch noch einen Freund, das ist Lord Henry. Und Lord Henry stößt bei Dorian Gray so eine Seite an, die er vorher noch nicht in sich hatte. Und zwar hat er ihm gesagt, wie sehr schön er ist. Und als Dorian dann auch das fertige Porträt sieht, da ja, wird ihm dann klar, wie vergänglich Schönheit auch ist. Und er wird total verzweifelt, dass er diese Schönheit nicht ein Leben lang behalten kann. Und er wird richtig eifersüchtig auf das Porträt, dass ja, dieses Porträt, diese Schönheit ewig behalten wird und er nicht. Und in dieser Verzweiflung wünscht er sich, dass es doch andersrum sein soll. Dass das Gemälde doch für ihn altern sollte und er einfach so bleibt, wie er ist. Ja, und dieser Wunsch geht tatsächlich in Erfüllung. Er wird tatsächlich ewig so wunderschön bleiben und das Porträt altert für ihn und auch seine Sünden werden diesem, ja, Gemälde angelastet. Also man sieht ihm selbst diese Sünden nicht an, sondern dem Gemälde. Das wird halt eben verbildlicht. Ja, und diese Idee fand ich schon richtig, richtig toll. Und er gerät auch immer mehr auf Abwege, lebt immer, immer sündhafter und zieht auch andere Personen mit in den Abgrund, was natürlich seine Sünden noch schlimmer macht. Und Lord Henry, er wird zu einem sehr, sehr guten Freund. Und dieser Lord Henry ist eben auch eine Person, die Moral nicht sonderlich hochhängt. Und das geht total auf Dorian über. Er lässt sich sehr beeinflussen. Ja, und wie diese Geschichte dann weitergeht und wie er dann irgendwann bemerkt, dass sein Wunsch tatsächlich in Erfüllung gegangen ist und was er dann damit macht mit seinem Geheimnis
und was das mit ihm macht, dieses Geheimnis zu haben, das müsst ihr selbst lesen, wenn ihr das möchtet. Ich muss leider sagen, dass es eines meiner Flop-Bücher in diesem Monat war, die ich euch ja schon angekündigt habe. Ja, was ich sehr, sehr schade finde, weil es gibt ja unglaublich viele hier auch auf YouTube, die dieses Buch als ihr Lieblingsklassiker bezeichnen, beziehungsweise einfach auch ein großartiges Werk, wo man viel herausziehen kann. Und das kann ich auch durchaus verstehen, weil hier ist die Philosophie und die Gesellschaftskritik schon wirklich sehr an vorderster Stelle und gerade auch aus dem total schönen Schreibstil kann man wunderschöne Zitate rausschreiben, aber mir war das zu doll. Es war schwülstig, also es war wirklich sehr, sehr melodramatisch, geschwollen gesprochen und es ist immer wieder in diese philosophische Ecke abgedriftet, was ich auch eigentlich immer toll finde, aber ich hätte es besser gefunden, wenn es immer nur so ein paar Blitze, ein paar Auszüge gegeben hätte, aber hier gab es ellenlange Monologe und Dialoge, die sich immer wieder da hineingesteigert haben und die Handlung gar nicht nach vorne gebracht haben. Aber ich kann es eben verstehen, für welche, die da sich da so richtig in den Inhalt dieser Monologe und Dialoge hineinarbeiten, da kann man natürlich extrem viel rausholen und für sich vielleicht auch. Aber ich muss sagen, dass ich die dann irgendwann überflogen habe und auch nicht mehr diese schönen Zitate irgendwie würdigen konnte, weil es mir einfach zu viel war. Also das war ein großer Kritikpunkt. Der zweite große Kritikpunkt ist Dorian Grays Entwicklung, die man hier überhaupt nicht mitbekommen hat. Also die ist wirklich immer übersprungen worden und immer wieder nur angedeutet worden, was er eventuell aber für Sünden begangen hat, worin seine Sünden bestanden haben, das wurde wirklich nicht richtig erzählt und so konnte ich seine Entwicklung nicht mitfühlen und nicht nachvollziehen eben und das fand ich ein bisschen schade. Es gab hier halt immer wieder Zeitsprünge und so, dass wir ihnen in verschiedenen Lebenslagen dann begegnet sind, was ich auch okay fand. Aber also es wurde sich, wie gesagt, mehr in diese philosophischen Monologe und Dialoge vergangen, als die Handlung mal ein bisschen zu erklären. Und es wurde zwar immer gesagt, dass er sündenhaft lebt, aber es wurde nie gezeigt. Also diese goldene Regel, show, don't tell, die man jetzt heutzutage hat bei Romanen, die hat vielleicht früher noch nicht gegolten. Also da waren wir uns auch in der Gruppe ziemlich einig, obwohl wir da sonst auch oft unterschiedlicher Meinung waren. Aber da waren wir uns, glaube ich, ziemlich einig in diesem Punkt, dass wir diese Entwicklung von Dorian und Dorian als Charakter einfach gerne ein bisschen mehr kennengelernt hätten. Es gab allerdings wirklich tolle, atmosphärische und düstere, doch ein paar Momente in diesem Buch, die mir wirklich gut gefallen haben. Darunter fällt auch das Ende und das Ende fand ich wirklich sehr, sehr passend zu diesem Buch und macht das sehr, sehr rund und auch die Idee dahinter schließt die wirklich sehr schön ab. Und auch die Sprache an sich mochte ich eigentlich sehr gern, besonders der Einstieg, die Beschreibungen von dem Garten, von den Blumen, von dem Duft der Blumen und so, das hat mir wirklich sehr, sehr gut gefallen, diese Beschreibungen der Umgebung, aber das kam mir hier viel zu kurz, das kam sehr, sehr selten vor, leider. Also ich hatte jetzt eigentlich gedacht, dass das so weitergeht. Ja, und dafür ist es leider zu sehr in dieses geschwollene, melodramatische, philosophische abgedriftet, was mir nicht zugesagt hat. Aber ich kann es, wie gesagt, verstehen, wenn andere daraus viel ziehen können. Aber ich fand es, doch, da musste ich mich ganz schön durchkämpfen. Und deswegen hat es leider auch nicht zu einem guten Buch bei mir geführt, beziehungsweise zu einer guten Bewertung. Ich schwanke zwischen 2,5 und 3 Sternen, weil eigentlich ich, wie gesagt, die Idee dahinter gut fand und das Ende wirklich gut fand. Aber nee, also ich glaube, ich bin tatsächlich eher bei den 2,5, weil es mir tatsächlich doch eher eine Enttäuschung war. Es hat natürlich auch immer was mit großen Erwartungen zu tun, weil eben so viele davon geschwärmt haben und weil ich mir eigentlich ziemlich sicher war, dass ich dieses Buch mögen werde, weil ich hatte schon mal in das erste Kapitel hineingelesen, aber da stand eben dieses beschreibende, poetische im Vordergrund und das kam mir in diesem Buch einfach zu kurz. Ja, leider, kein Highlight für mich geworden, wie für viele, und es wird sicherlich auch mein Bücherregal verlassen dürfen
Naja, aber so sind Geschmäcker eben verschieden. Es interessiert mich, wie es euch ergangen ist, wenn ihr diesen Klassiker gelesen habt, ob ihr das Buch auch gefeiert habt und es wirklich ein Herzensbuch von euch geworden ist oder ob es für euch auch ein bisschen zäh war und ihr da nicht so richtig an die Figuren herangekommen seid. Ich kann auf jeden Fall den Film eher empfehlen. Mir hat das da mehr gefallen, wie dieses Düstere hervorgekommen ist und auch die Sünden beleuchtet worden sind. Es hat natürlich auch ein bisschen damit zu tun, wie Geschichten erzählt werden, damals und heute. Aber ich muss sagen, das hat mir einfach viel besser im Film gefallen, auch wenn ich diese altertümliche Sprache ja immer sehr, sehr gerne mag. Naja, aber ich muss einfach hinnehmen, dass es eben nicht wie erhofft ein Highlight für mich war. So, wir wechseln uns aber ein bisschen ab. Wir kommen jetzt zum Flop, zu meinem Highlight des Monats Juni. Und das war eine sehr spontane Aktion, dass ich dazu gegriffen habe. Denn ich hatte ja von Kali so ein paar ausgesuchte Bücher gehabt. Von dieser Liste konnte ich mich ja auch irgendwie bedienen. Aber ich hatte auf einmal total Lust auf dieses Buch. Und es ist auch ein Rezensionsexemplar gewesen. Oder es ist ein Rezensionsexemplar. Deswegen hat man natürlich auch im Hinterkopf, dass man das doch relativ zeitig denn auch lesen sollte. Und deswegen habe ich zu Pawson's Peak von Jörg Benne und David Stege gegriffen. Das ist ein Mystery-Spielbuch. Das bedeutet, dass du als Leser in die Rolle des Protagonisten schlüpfst und dann halt auch Entscheidungen treffen kannst, die das Buch oder die Handlung des Buches beeinflussen. Und außerdem ist es eben auch ein Rätselbuch, also du musst mehrere Rätsel lösen, um in der Handlung voranzuschreiten. Es gibt mehrere Wege, die nach Rom führen und es gibt mehrere Enden. Ja, wenn ihr euch das näher interessiert, dann schaut auf jeden Fall in meiner Rezension vorbei. Da war ich auch auf, was eben die Art und Weise des Buches habe ich ein bisschen mehr beleuchtet und natürlich auch den Inhalt. Es geht hier um ein Haus eines Erfinders, und zwar ist das Paulson, der vor mehreren Jahren schon verstorben ist, aber es sind immer noch Gerüchte im Umlauf, dass er ja noch eine Erfindung noch nicht herausgegeben hat, die er irgendwo noch in einer geheimen Schublade oder irgendwo noch in seinem Haus versteckt hat. Aber das Haus wurde schon öfter untersucht und ja, schon öfter durchforstet, aber es wurde nicht gefunden. Und es ranken sich auch Geheimnisse um seinen Tod und auch um den Tod seiner Frau und mehrere Leute sind auch dort verschwunden. Und ja, deswegen gibt es da immer noch mehrere Rätsel, die sich um ihn ranken. Er ist Erfinder gewesen, aber auch Spielzeugfabrikant. Und dementsprechend sieht sein Haus auch aus. Ja, und jetzt ist es eben unsere Aufgabe, dieses Haus zu durchforsten. Denn das Haus steht an einer Klippe und die Klippe droht immer mehr einzufallen und es soll jetzt in den nächsten Tagen ein Unwetter herrschen und da könnte es dann auch so weit sein, dass das Haus mit abstürzt. Und ja, deswegen soll jetzt noch die Chance genutzt werden, einmal nochmal durchs Haus zu gehen und zu schauen, ob da noch irgendwelche Rätsel und irgendwelche Geheimnisse aufgedeckt werden können. Denn es ist seltsamerweise so, dass immer noch sehr viel Strom für dieses Haus, verbraucht wird. Viel mehr als einfach nur für den Hausmeister, der ab und zu mal da so durchgeht und guckt, ob alles im Lot ist. Also es ist nicht einfach nur damit getan, dass ab und zu mal Licht angeht dort, sondern da wird wirklich ordentlich Strom verbraucht. Und deswegen, ja, werden wir als Leser eben um Hilfe gebeten, weil wir auch mit Architektur zu tun haben und Lost Places immer wieder besuchen, also so verlassene Orte. Und ja, deswegen gehen wir eben dorthin zusammen mit unserem Freund und Bekannten Sid, der eben auch so den Nachlass verwaltet von dem Erfinder. Und ja, dann durchsuchen wir das Haus. Und dort scheint auch irgendwie eine dunkle Macht am Werke zu sein. Und wir wollen natürlich immer mehr auch ein bisschen von der Vergangenheit des Erfinders und seiner Familie erfahren. Und ja, das hat mir richtig gut gefallen, sowohl die Story als auch die Rätsel. Und es hat mir wirklich mehrere Nächte, ich glaube in 3 Nächten habe ich das durchgelesen, schräg durchgespielt. Und wie gesagt, wenn ihr mehr wissen möchtet, dann schaut auf jeden Fall in die Rezensionen rein. Die habe ich dann auf jeden Fall unten in der Infobox für euch verlinkt. Das nächste Buch haben wir in unserem Buchclub All You Can Read gelesen. Und zwar ist das Zimmer 103 von Simone St. James.
Und da habe ich mich wirklich drauf gefreut, mal wieder so ein bisschen was Schnelleres, vielleicht ein Thriller, eine spannungsgeladene Geschichte zu lesen. Und leider ist das aber mein zweiter Flop geworden. Sehr, sehr schade, weil ich mich da wirklich drauf gefreut habe und weil ich dachte, dass man das auch wieder so richtig schön wegsnacken kann. Eine Lektüre, die man gar nicht so aus der Hand legen möchte, weil es einfach so spannend ist. Dem war aber leider nicht so. Zunächst aber hat diese Geschichte wirklich eine Überraschung für uns bereitgehalten, mit der ich nicht gerechnet habe. Ich habe überlegt, ob ich euch das verraten möchte oder ob ich euch diese Überraschung lassen möchte. Ich habe mich jetzt dafür entschieden, euch das zu verraten, weil es eben auch gleich schon auf den ersten Seiten aufgedeckt wird. Es kommt jetzt nicht im Klappentext vor, aber es wird ziemlich schnell angedeutet. Und ich glaube auch einfach, es ist gut zu wissen, in welche Richtung das Ganze geht. Also wer das gar nicht gerne liest, finde ich, sollte es schon wissen. Und deswegen finde ich es ein bisschen schade, dass es nicht auf dem Klappentext steht. Es ist nämlich eben kein Thriller. Es steht ja jetzt Roman drauf, aber es ist auch kein normaler Roman für mich, sondern es hat durchaus auch übernatürliche Elemente und hat ja, auf jeden Fall einen Geistergeschichtenanteil. Und das hat mich auf jeden Fall zu Anfang positiv überrascht. Und ich dachte, ach, wie cool ist das denn, wenn jetzt hier auch noch so ein bisschen ein Krimi oder ein Thriller mit einer Geistergeschichte kombiniert wird. Das ist ja genau was für mich. Und da waren wir alle sehr überrascht, positiv angetan. Und es gab zu Anfang auch gleich gruselige Momente. Und ja, da waren wir wirklich auf jeden Fall schon positiv überrascht und haben uns gefreut, weiterzulesen. Aber dann hat dieses Buch leider immer mehr verloren an Spannung und an Logik und ja, und mein Interesse ist auch immer weniger geworden. Worum geht es eigentlich? Es geht um zwei junge Frauen. Zum einen geht es um Viv, die 1982 in einem Hotel gearbeitet hat. Sie ist von zu Hause fortgelaufen, weil sie Probleme hatte zu Hause. Sie wollte eigentlich nach New York und ist dann ja, in diesem Vorort stecken geblieben, wo sie diesen Job im Motel bekommen hat. Und dort ist sie aber auch verschwunden. Und 30 Jahre später treffen wir auf Kali, die eben ihre Tante sucht und genau dort in diesen Ort einkehrt. Und sie hat kürzlich auch einen Schicksalsschlag erhalten und ihre Mutter ist verstorben. Und jetzt will sie einfach dieses Geheimnis ihrer Familie, ihrer Tante lüften. Ihre Mutter hat nie gern über ihre Schwester gesprochen. Und ja, sie ist eben ein großer True Crime Fan und kann es einfach nicht ertragen, dass niemand Interesse zeigt, wo ihre Tante abgeblieben ist. Und ja, sie steigt eben auch in dieses Motel ab und bekommt auch einen Job dort und recherchiert dann, was mit ihrer Tante passiert ist. Und bei dieser Recherche stellt sich heraus, dass es in diesem Ort schon viele verschwundene und ermordete Frauen gab und sie versucht da irgendwie ja die Verbindung zu sehen und ja, trifft vielleicht auch einige Leute, die ihr da eventuell weiterhelfen können und die vielleicht auch ihre Tante gekannt haben. Ja, und so begleiten wir beide Stränge. Es wechselt sich immer ab zwischen Viv und Kali. Und eigentlich finde ich diesen Ort, diese Handlungsspielraum eines Motels, fand ich einfach grandios. Ich musste natürlich sofort an Bates Motel denken und an Norman Bates. Und da gab es sogar eine kleine Anspielung, die war auch ziemlich am Anfang richtig, richtig toll. Aber leider kam die Atmosphäre überhaupt nicht rüber. Dieses Motel wurde für mich nicht atmosphärisch gut beschrieben und auch diese Geistererscheinungen haben für mich irgendwann total an dem Unheimlichen verloren. Es war überhaupt nicht spukig und düster, schon gar nicht. Und die Protagonisten haben das auch irgendwie einfach so hingenommen, dass es Geister gibt. Ja, und das fand ich wirklich nicht schön. Was aber noch ein größerer Kritikpunkt ist, dass ich finde, dass es
total unnötigerweise diese zwei Stränge gibt. Ich finde, es gibt überhaupt keine Bewandtnis, dass diese zwei Stränge existieren, weil es erstmal sehr, sehr schwer war, Viv und Carly auseinanderzuhalten, weil die Charaktere keine Tiefe hatten, keine Anzeichen, an die man irgendwie erkennen konnte, ach, das ist jetzt Carly oder Viv. Das war das Erste, dass man da nicht so richtig an die Charaktere herangekommen ist und die Charaktertiefe einfach nicht vorhanden war. Und das Zweite war, dass sie einfach komplett fast parallel dasselbe erleben, weil sie beide diesen Job hatten und beide seltsame Vorkommnisse bemerken und beide recherchieren. Und es wiederholt sich. Also erst entdeckt die eine das und recherchiert und dann entdeckt die andere das. Und dann entdeckt die, also dann lesen wir etwas über Viv in den 80er Jahren und dann lesen wir von Carly, wie sie erfährt, wie das passiert ist damals oder etwas über ihre Tante. Und ach, es wiederholt sich tausendmal und ich denke mir, ja, wir wissen es doch jetzt. Und immer wieder wusste ich nicht, wer ist das jetzt? Ist es jetzt Carly oder Viv? Und auch diese 80er Jahre, dieses Feeling kam überhaupt nicht rüber. Auch daran konnte man nicht erkennen, in welchem Strang man sich jetzt gerade befindet. Also das fand ich sehr, sehr unnötig. Und leider war es dann auch ein bisschen zäh. Auch das Ende fand ich sehr uninspiriert, unbefriedigt, zu einfach, die Lösung des Ganzen und auch noch unlogisch, einige Sachen. Ja, somit auch das ein Zwei-Sterne-Buch, was hier dann auch bei mir ausziehen darf. Leider muss ich sagen, ich habe tatsächlich noch ein anderes Buch von Simone St. James auf meinem Wunschzettel. Und das geht auch so in diese Spukgeschichten-Richtung. Und jetzt weiß ich ehrlich gesagt nicht, ob ich ihr nochmal eine Chance geben möchte oder ob ich das Buch einfach von meiner Wunschliste streiche, weil ich hier ja keine richtigen Vorteile irgendwie von ihrem Schreibstil oder ihrem Figurenzeichnung sehen kann. Das Einzige, was man vielleicht noch sagen kann, es unterhält irgendwie schon. Es gab schon spannende Stellen, wo man dann gerne weitergelesen hat und natürlich auch das Geheimnis dahinter wissen wollte. Also es war durchaus unterhaltend, aber leider mehr auch nicht. Ein Buch, was erst kürzlich bei mir eingezogen ist, das werdet ihr aber erst im nächsten Video sehen, deswegen will ich dazu nicht so viel verraten. Aber es gehört halt eben auch mit in den Lesemonat, weil ich es jetzt im Juni schon gelesen habe. Und deswegen möchte ich euch dieses wunderschöne Buch hier nicht vorenthalten. Undine von Benjamin Lacombe im Jacobi & Stewart Verlag ist das erschienen. Ja, von Benjamin Lacombe habe ich euch schon oft vorgeschwärmt. Ich habe ja schon mehrere seiner Werke hier und er zeichnet einfach wunderschön. Und hier hat er eben ja dieses Märchen neu erzählt und bebildert. Ich fand das Märchen ganz nett, aber ich muss sagen, dass hier die Bilder auf jeden Fall im Vordergrund stehen und so ein bisschen der Geschichte die Show gestohlen haben, weil man viel lieber die Bilder anguckt, als die Geschichte liest. Ja, ich konnte das halt auch innerhalb, weiß ich nicht, dreiviertel Stunde oder so habe ich es gelesen. Ist wirklich nicht dick und nicht seitenstark und ja, es ist eben eine sehr tragische Liebesgeschichte, und auch ein bisschen düster und das hat mir auch ganz gut gefallen, aber es war für mich jetzt inhaltlich kein großes Highlight. Ich habe ein bisschen schade gefunden, dass die Sprache nicht ein bisschen blumiger, ein bisschen märchenhafter, poetischer ist. Das hätte hier ganz gut gepasst. Ja, aber Benjamin Lacombe ist vielleicht auch mehr ein Illustrator als ein Geschichtenerzähler und trotzdem ist es natürlich ein großes Highlight, wie dieses Buch aufgemacht ist, halt auch mit so transparenten Seiten und ja, einfach wunderschön. Also wer an illustrierten Büchern Interesse zeigt und auch so ein bisschen Märchen mag, dem kann ich das Buch auf jeden Fall ans Herz legen.
Und als letztes habe ich noch das Buch, was ich eben begonnen habe, wo ich aber noch nicht sehr weit bin. Also ich habe jetzt, glaube ich, 150 Seiten gelesen. Und zwar Der Orden des geheimen Baumes von Samantha Shannon. Das ist der erste Teil, die Magierin. Und es gibt eben noch einen zweiten Teil. Und somit ist dann auch die Reihe oder der Zweiteiler abgeschlossen. Das ist auch ein Buch, das Kali mir ausgesucht hat von meinen ungelesenen Büchern. Und das habe ich mir dann eben ja, von ihrer Liste ausgewählt, von den vier Büchern, weil ich richtig Lust hatte, mal wieder auf Drachenhai-Fantasy. Und ich einfach dieses Buch einfach sehr, sehr gerne in der Hand halte, weil es so wunderschön ist von der Farbe und ja, auch von dieser Drachengestaltung. Und ich war einfach sehr, sehr neugierig. Das Buch wurde ja eine Zeit lang sehr, sehr gehypt. Auch auf BookTube, im Englischen sowie im Deutschen. Und ich wollte jetzt auch wissen, ob ich dieses Buch auch so mag. Es geht um eine Welt, in der es Drachen gibt. Und diese Drachen werden aber unterschiedlich wahrgenommen. Wir haben einmal den Osten, wo die Drachen verehrt werden wie Götter. Und es gibt auch tatsächlich Ausbildungen zu Drachenreitern. Und dann gibt es aber auch den Westen, wo Drachen gefürchtet und gehasst werden. Und es gibt eben eine Sage, wie die Welt erschaffen wurde und so weiter. Und die wird halt ganz unterschiedlich ausgelegt in den verschiedenen Reichen. Es ist sehr, sehr komplex und sehr, sehr schwierig reinzukommen in diese Geschichte, weil es einfach Unmengen an Personen und Figuren gibt, aber auch an Orten und politische Ränkespiele und sowas, das finde ich bisher noch ein bisschen schwer. Ich hoffe, dass es irgendwie bald mir ein bisschen leichter fällt. Das Gute ist, dass vorne und hinten Karten drin sind, wir auch noch ein Glossar haben, wo auch Personen vorgestellt werden und nochmal nachgelesen werden können. Das finde ich gut. Wir begleiten eben zwei Frauen und zwei Männer, die jeweils auf den verschiedenen Kontinenten sozusagen leben und auch ja, verschiedene Aufgaben in ihrem Leben haben, verschiedene Ziele. Und das finde ich wirklich sehr spannend. Und ich möchte auch weiterlesen, aber es ist eben nicht ganz so einfach. Und dazu kommt auch noch, dass die Kapitel sehr lang sind und das mag ich auch nicht so gerne. Deswegen greift man nicht so schnell danach, weil man weiß, oh Gott, da müsste ich ja jetzt erstmal 25 Seiten oder 20 Seiten lesen, am Stück lesen und ja. Dann auch noch ziemlich konzentriert lesen, damit man das alles mitbekommt. Ja, zunächst ist mir es noch so ein bisschen zu viel politisches Ränkespiel. Ich würde viel lieber wissen, wie es jetzt weitergeht mit der Drachenausbildung bei der einen Protagonistin. Und ja, manche Protagonisten verfolgt man halt nicht ganz so gerne, aber ich hoffe, dass das bald einfach weitergeht und vorangeht und voranschreitet, man dann auch wirklich zu schätzen weiß, dass man an allen Ecken dieser Welt Protagonisten hat und die dann irgendwann auch ineinander greifen, diese Stränge. Ich bin noch ein bisschen skeptisch, gerade weil es so viele Figuren gibt und weil die Welt jetzt so groß aufgebaut wird, dass das in zwei Bänden à 500 Seiten überhaupt geschafft werden kann und dass es nicht zu groß aufgebaut ist für zwei Bände. Ja, schauen wir mal. Ich möchte mir jetzt noch kein Urteil bilden. Ich habe auf jeden Fall schon ein paar Drachen entdecken können und diese Momente, wo die Drachen aufgetaucht sind und wie die Drachen dargestellt worden sind, haben mir schon sehr gut gefallen. Und es gibt mir auch so ein bisschen ein gewisses Sommerfeeling, dieses Buch. Und das ist ja bei High Fantasy doch eher selten. Aber ja, doch, finde ich bisher sehr, sehr passend, dass ich es in dieser Jahreszeit lese. Ja, das waren meine Bücher, die ich im Juni gelesen habe. Die anderen Bücher, die ich von Kali ausgesucht bekommen habe, werde ich mir trotzdem vielleicht so für den Juli, für den August vornehmen. Mal schauen, weil ich fand die Auswahl von ihr wirklich richtig toll. Aber ja, das war ja auch unsere Vorgabe, dass wir uns für zwei von vieren aussuchen mindestens. Und ja, das habe ich ja auf jeden Fall auch geschafft. So, ich würde natürlich auch gerne wissen, was ihr von den Büchern haltet, ich hier vorgestellt habe und was ihr im Juni so gelesen habt, wie der so ausgefallen ist bei euch. Und ich freue mich dann von euch zu lesen und wünsche euch jetzt noch eine schöne lesereiche Zeit. Und wenn ihr wollt, sehen wir uns im nächsten Video. Macht's gut. Ciao, ciao.